Ja, bei der Regierungspressekonferenz, Frau Wagemann, am letzten Mittwoch hatten Sie noch dargelegt, dass zum einen Diskussionen über formale Konsequenzen würden sich erledigen und der Entzug der Fördermittel hätte nie zur Debatte gestanden. Jetzt sitzen wir jetzt wenige Tage später wieder hier. Die verantwortliche Staatssekretärin Döring muss ihren Hut nehmen und die Ministerin selbst erklärte öffentlich, ich zitiere ganz kurz, feststeht, dass eine Prüfung potenzieller förderrechtlicher Konsequenzen bei den zuständigen Fachreferaten in der Tat erbeten wurde. Also genau das Gegenteil von dem, was Sie uns am Mittwoch hier noch dargelegt haben. Da würde mich nur interessieren, was hat denn in der Wahrnehmung der Ministerin, deren Haltung Sie uns am Mittwoch ja auch schon hier dargelegt haben, so um 360 Grad im Baerbock'schen Sinne gewendet, dass wir jetzt vor der Situation stehen, die ich gerade geschildert hatte? Ja, vielen Dank. Der Ministerin war am vergangenen Dienstag die betreffende E-Mail aus der Fachebene des Ministeriums zur Kenntnis gebracht worden, in der die Prüfung förderrechtlicher Konsequenzen thematisiert worden war. Da die Ministerin eine solche Prüfung weder beauftragt noch gewollt hat, hat sie dann angefangen oder hat sie veranlasst, dass der Sachstand aufgeklärt wird. Und im Zuge dieser noch laufenden Sachstandsaufklärung ist sie dann zu der Überzeugung gelangt, dass eine ausreichende Vertrauensbasis zu Staatssekretärin Döring für die weitere Zusammenarbeit nicht mehr gegeben ist. Und deshalb hat sie dann heute durch ein Schreiben an den Bundeskanzler die Versetzung von Frau Döring in den einstweiligen Ruhestand eingeleitet. Eine Nachfrage. Das heißt, die eingeforderte Prüfung von strafrechtlichen und förderrechtlichen Konsequenzen für die Unterzeichner dieses offenen Briefes, der Ministerin, das hat sie auch gegenüber Springer sehr offen kundgetan, nicht gefallen hat, ist, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, von der Staatssekretärin durchgeführt worden, ohne Wissen und Einwilligung der Ministerin. Weil sonst würde ja ein Rücktritt nur der Staatsministerin, also der Staatssekretärin, keinen Sinn machen. Habe ich das richtig verstanden aus Ihren Ausführungen? Die Ministerin hat es weder beauftragt noch gewollt und hat in ihrer gestrigen Erklärung ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass Staatssekretärin Döring, die fachlich zuständig war sozusagen, den Prüfauftrag veranlasst hatte und sich dabei offensichtlich missverständlich ausgedrückt hatte und auf jeden Fall der Eindruck erweckt wurde, als sollten auf Basis dieses offenen Briefes förderrechtliche Konsequenzen erwogen werden. Und da hat die Ministerin nochmal ganz klar gesagt, zitiere ich jetzt, Prüfungen förderrechtlicher Konsequenzen wegen der von Meinungsfreiheit gedeckten Äußerungen finden nicht statt. Beziehungsweise vielleicht auch in dem Kontext noch, Wissenschaftsförderung erfolgt nach wissenschaftlichen Kriterien, nicht nach politischer Weltanschauung. Frau Kurz dazu? Ja, noch einmal nachgefragt. Es heißt also, die Staatssekretärin hat selbstverantwortlich gearbeitet. Es gab keine Kontrolle im Ministerium? Die Staatssekretärin hat selbst den Prüfauftrag erteilt, ja. Ich habe es noch nicht ganz für mich klar bekommen aus Ihren Äußerungen. Hat Staatssekretärin Döring tatsächlich ohne Wissen der Ministerin in diesem Fall gehandelt? Angesichts der ganzen offiziellen Darlegung der Ministerin verwundert das ja. Also könnten Sie da noch sagen, ja oder nein, hat Frau Döring diese Mail aufgesetzt mit dem Verweis auf strafrechtliche und förderrechtliche Sanktionierung, ohne dass die Ministerin darüber informiert war? Ja, Frau Döring hat diese Prüfung beauftragt, wobei sie sich dabei missverständlich ausgedrückt hat. Das hat sie auch selbst nochmal dargestellt. Und die Ministerin hat von dieser Mail am vergangenen Dienstag erfahren. Okay. Dann noch eine Verständnisfrage, das hatten wir letzten Mittwoch auch nicht klären können. Direkt in den internen E-Mails wird ja auch nochmal ausgeführt, in der Kommunikation der Leitung wurde auch angezweifelt, dass die Hochschullehrer auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Da würde mich noch interessieren, bleibt denn die Ministerin bei dieser Haltung, dass sie den Hochschullehrern, weil sie eine andere Haltung einnehmen als sie, nicht mehr auf dem Grund des Grundgesetzes oder auf dem Boden des Grundgesetzes stehen? Dabei würde ich auf das verweisen, was ich am Mittwoch genau zu der Passage gesagt habe. Sie hat ja die Vorbildfunktion der Dozenten angesprochen.
aber hat nicht insinuiert, dass sie nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Aber ich glaube, das hatte ich am Mittwoch schon ausführlich erläutert. Ja, aber am Mittwoch kannten Sie anscheinend die Mail ja noch nicht. Da hatten Sie auf die Wiedergabe bei der Bild-Zeitung referiert. Ich frage wiederum zu den geleakten Mails. Den gleichen Fall hatten wir am Mittwoch auch. Aber Sie beantworten meine Frage nicht. Wenn ich Bezug nehme auf die internen Mails, die geleakt worden sind an Panorama, wenn Sie mir mit Äußerungen der Ministerin bei der Bild-Zeitung kommen. Dann habe ich Sie vielleicht falsch verstanden. Diese Bemerkung in den Mails bezieht sich ja auf das Zitat in der Bild-Zeitung. Und deshalb, wenn ich den Kontext erläutere, muss ich halt auf das Zitat verweisen, weil das der Bezugspunkt ist. Herr Güler, Herr Eckstein hat sich, glaube ich, auch gemeldet. Bitte.